In der Neurowissenschaft weiß man heute, für eine gute mentale Gesundheit 5 Hauptfaktoren entscheidend sind. Guter Schlaf, gute Ernährung, gesunde Ernährung, sportliche Aktivitäten, Sozialaktivitäten und kognitive Stimulation, was wir heute Abend hier erleben. Also Lachen ist wirklich hier ein Joker, weil es hat einen sehr starken Einfluss auf 3 davon. Wenn man lacht, der Zwerchfell bewegt sich, das Herz pumpt und du kriegst mehr Sauerstoff im Gehirn. Wir sind alle zusammen hier zusammen. Es ist ein soziale Aktivitäten und man hat so kognitive Stimulation. Man muss aber die Witze verstehen. Was für Österreicher manchmal eine Herausforderung ist. Ich habe gestern einen Österreicher getroffen, der hat etwas an der Backe gehabt. Ich sagte, hey, das ist etwas an der Backe, er macht das so. Ich sagte, auf der anderen Seite, er macht das. Beim Lachen wird ein Tsunami an positiven und gesunden Hormonen freigesetzt, die uns glücklicher machen, lindert Schmerzen, stärkt die Kardiovaskulatur sowie das Immunsystem, steigert die Kreativität und verbessert das Gedächtnis. Ich selbst habe eigentlich ein fotografisches Gedächtnis. Ich habe es einfach noch nicht entwickelt. Fun Fact: Leute, die viel lachen, leben im Durchschnitt 8 Jahre länger. 8 Jahre länger. Ja, du weißt, dass du älter wirst, wenn deine Frau ein sexy Dessous trägt und du sie fragst, Schatz, hast du genug warm?